Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von. Oh fuck. Die war noch nicht repariert! Ja. Das war meine Flotte. Belastend. Bei mir sind Trade-Ships. Ja, die gewinnt trotzdem. Aber so ein bisschen Action muss man ja machen hier, wenn die voll gespannt sein soll. Da werden die Trade-Ships gerade zerschossen. Bruder, guck dir mal meine Reserve an, guck dir mal deinen an. Ah, dein ist leer. Au. Ehrlich. Fuck, ich hab 5 Schiffe verloren. Solltest deine Truppen vielleicht aufteilen, dass die regenerieren? Wie gesagt, ich kann dich auch auf eine -1-Battle engagen. Du kannst mich auch auf eine -1-Battle engagen. Ja. Ha? Was? Wir haben gewonnen! Bro, der Stack Wipe. Nee, war kein Stack Wipe. Hab nicht hingeguckt. Nein! Ich kann nicht mehr raus. Auf ihn! Lass sie bluten. Funktioniert nicht, weil er mehr Disziplin hat als ich. Scheiße! Ja, so viel macht das bisschen Disziplin da auch nicht aus. Doch, klar. Besonders bei der Masse. Das 1% Disziplin ja was weiß ich, wie viele 100.000 Soldaten gefühlt. Junge, jetzt hör auf, mein scheiß Land zu siegen. Ich will zu Lübeck. Aber ich hab so schon kein Geld. Ich hab mit 120.000 gestartet und ich hab noch 50.000. Nein, die Schweiz. Die Schweiz. Ich dachte, die Schweiz doch auch mal was. Geil. Hat sie dich gerade gewiped? Krass. Ja. Läuft. Schweizer KI, krass. Es ist vollkommen egal, ob ich aufspalte oder nicht, weil basically... Es ist viel zu viel zum Koordinieren. Dann versuchen wir den ganzen Söldner abzusieben. Ja, sonst geht's mich auf eine Stufe 2 fort. Ja, okay. Wie gehe ich denn? Ja, das Fort bringt ja eigentlich nichts. Nee, nicht jetzt. Nicht das Fort, sondern auf Terror, Entschuldigung. Ja, das geht auch hier. Hier vorne auf die, oben auf die irgendwas. Nicht da. Ein weiter. Das ist auch, -1 reicht. Nein. So, da. Rein. Let's go. Junge. Er macht trotzdem so viel Schaden, das kann doch nicht sein. Das ist ein -3-Battle wegen Fluss sogar. Ist ja frech. Fluss OP. Abcutter! Nein! Du gewinnst doch trotzdem! Ich kann nicht einen einzigen Kampf gewinnen hier. Was für ein Scheiß ist das?
Der Kongo ist unbesiegbar. Die Afrikaner gewinnen. Die Afrikaner gewinnen. Was für eine unfaire Welt ist das denn? Die Afrikaner gewinnen. Das ist so unrealistisch. Ja, okay, jetzt wipe meine Armee weg. Dann können wir die Folge zu... Dann wird das nur 5 Minuten... Die Afrikaner verzeihen nicht. Ja. Tja. Sie verzeihen nicht. Jetzt kriegst du sie trotzdem auf jeden Fall noch in den Monatsstick. Nee. Sie haben wieder regeneriert. Irgendwie sehe ich schon, ich muss sie bis zu deinem Heimatland wieder verfolgen. EO4. Sie haben wieder Moral bekommen! Sie haben wieder Moral bekommen! EO4. Kongo verzeiht nicht, es farmt Armee-Tradition. Ich kann sie nicht mal manuell wegziehen, ich kann sie nicht mal manuell wegbewegen! Ja, das war's. I don't. Ah? Kommt schon. Alter! Junge! Es geht nicht! Diese neuer Schmerz. General! Diese andauernden Schmerzen! Da! 6000 weg! 6000 weggekommen! Es gibt's nicht! Die Lübecker sind zäh, muss man ihnen lassen. Alter! Vor allem, es gibt gar keine Verluste! Ja, ich... Jetzt gibt's Verluste. Nein, jetzt doch nicht, nein, doch nicht die Kleinen! Was haben die denn getan? Der Stack Wipe! Wow! Rushst du gerade das vor? Das ist ja frech. Ich wollte mich dahinter verstecken. Lübeck hat noch ein paar Maßnahmen ergriffen. Komm schon. Stecken, Wipe. Digga, hast du eine Ahnung, wie viele Rebellen ich bekomme? Einmal 135 wieder Rebellen. Wieder 11k. Yay. Meine Festung. Ungerechtigkeit. Mein Name ist. Es war ja auch eine große Ungerechtigkeit, die Festung da zu nehmen. Hier kommt meine andere Armee mit 700.000 Soldaten. Auf sie! Surprise, zweite Armee! Oh shit. Auf sie mit Gebrüll! Ach, herrlich. Es kommt gar nicht zum Stack-Wipe, die sind einfach so schon weg. Ja. So, also nachdem ich jetzt keinen einzigen Soldaten mehr habe und mein gesamtes Land befriedet ist... Wenn es dich tröstet, du hast 300.000 Mann gekillt. Würde ich dir generell mal alle Provinzen der Schweiz anbieten. Full Annex Schweiz. Das ungefähr. Wie wär's? Oh, ich nehme Gibraltar und wir haben Frieden. Ich hab den perfekten B-Stil. Die Hanse gibt den Afrikanern, was sie wollen. Dafür muss es erstmal belagern, Bruder. Ja. Kann auch so fordern. Oh. Jetzt fordern, aber ich muss es nicht annehmen. Ja, das ist true. Würzburg greift an! Würzburg greift an! Help! Help! Würzburg greift an! Die Koalition greift mich an. Ein weiteres Spiel, in dem ich an der Koalition sterbe. Oh no. Der beschissen. Es ist jetzt nicht besonders viel, was ich machen kann, wa? Außer... Ne, das funktioniert ja auch nicht. Hey, guck mal, dein Hauptland wird besiegt. Ja, ich weiß. Warte, Frankreich hat England angegriffen? Junge, wir führen Krieg gegen dich und verrecken an allen anderen Sachen.
ist strong. Meine gesamte Armee ist weg. Die Koalition greift direkt an. Meanwhile, Frankreich geht direkt auf Großbritannien rauf. Dalmatien, unsere Glaubensbrüder vor mir. Jawohl! Noch ein Krieg. Warum bin ich jetzt im Krieg gegen Braunschweig? Ach, Braunschweig hat mich auch angegriffen. Braunschweig ist ein nationalistischer Krieg gegen Hansebund. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin großer Fan von EU4. Kann ich denn überhaupt noch eine Armee hochziehen? Theoretisch gesehen könnte ich ja eine Armee hochziehen, wa? Brauche nur einen Ort, wo es gehen würde. Der war es nicht. So. Nein, Dortmund. How dare you? How dare you? Gut, dann muss ich den Krieg jetzt rumreißen, währenddessen ich noch den anderen Krieg führe. Es ist, Seeinvasion. Nein, meine Insel in Nordafrika. Der Juaniterorden. Warum? Tja, Kongo hat sein Hauptland auch verteidigt vor den schweizerischen Aggressoren. So. Meine Flotte ist wieder zu Hause. Und kann damit dafür sorgen, dass ich hier hinten noch Provinzen habe, in denen ich bauen kann. Gott, wie viele das sind? Ja, okay. Shit. Schweiz und Großbritannien bieten mir einen weißen Frieden an. Kannst du annehmen. Kriegst aber nichts von diese Verräter. Diese verräterischen Schweine. Die haben alle andere Sachen zu tun, Digga. Der Kongo bereitet sich auf die Eroberung Lübecks vor. Ja, kommt drauf an, ob du schon schnell genug hier bist. Ich gebe mein Bestes. Lübeck muss groß aufgebaut werden. Kongo möchte Gold. Ich habe kein Gold mehr, Digga. Am Anfang des Krieges hatte ich so viel Gold. Übrigens schuldest du nur 30.000. Ah, true. Wir sind im Krieg. Wollen wir einen weißen Frieden machen und das verrechnen und ich versuche die Rebellen hier zu besiegen? Also, ich habe noch 43.000, also... Ja, aber da hast du 30.000 Gewinn gemacht durch den Krieg. Das ist schon mal etwas. Der Kongo verhandelt nur auf harter Goldbasis. Wieso Lübeck? Wieso Lübeck? Ja, von mir aus. Gönn dir. Der Grund ist, der Kongo verbessert jetzt die Beziehung mit dir und du callst den Kongo rein. Ich hab da oben jetzt ein paar Truppen stehen. Beziehung verbessern, ne? Ja, bin ich schon dabei. Du kannst das nur maximal um 100 verbessern, dass dir klar war, Kevin. Ja, du kriegst jetzt noch ein Geschenk, dann kriegst du eine Staatsehe. Wie soll ich eine Staatsehe kriegen? Oder Militärzugang. Geld. Weil das Schlimmste ist, ich habe meine Goldprovinz verloren. Ja, das ist das Schönste. Voll ausgebaut, 41er Farmland, Goldprovinz mit Handelsding. Die sitzt im Kongo. Ja. Und im Kongo tun die Finger weh vom ganzen Klicken. Ja, ja. Ich hab nicht genügend Kanonen, ich wusste, dass ich nicht genug Kanonen habe. Verdammt!
Rebellen kämpfen gegen die Böhmer. Cool. So, 32 Kanonen. Oh, mindestens 36. Dann kann ich abspalten und dann geht's los. Da kommen Alter, sie. Alter, das Klicken. Meine Finger. Keine Ahnung, was er versucht, das wirklich funktioniert. Das sind nur drei Kriege, die kriege ich hin, keine Sorge. Ja, du ellerst mich jetzt gleich. Warum? Der Kongo hat seinen Teil, was er von Lübeck haben will, die Goldprovinz. Digga, das ist wirklich. Mehr will der Kongo. Du weißt, dass ich die Hanse bin und du Lübeck erobert hast, ne? Kannst du bitte. Ich habe sehr viel Mühe gemacht, um das alles hier zu. Um uns zu bringen. Ich hätte dir auch gerne Vassalisierung geschickt. Ja, aber nenn mich doch bitte dann übrigens beim richtigen Landesnamen. Okay, Hansebund. Nee, fühlt sich nicht richtig an. Ist es aber. So. Oh, Magdeburg wird jetzt verteidigt. Böhm gewiped. Ach, da komme ich gar nicht hin wegen der Festung. Mein eigenes Land blockiert mich. Nimm mal an. Nimm was an? Den Militärzugang, den ich dir geben will. Das erhöht die Meinung. Ja, noch ein Jahr durchhalten. Warte mal, du bist sogar ein Verteidiger gegen Russlandkrieg. Ich bin Krieg gegen Schweden, die haben mir dein Leben gewiped! Schade. So, warte, ich. Handelseffizienz, das muss ich zurückberufen. Und dafür muss das da rein, wa? Kampfstärke Artillerie plus 10%. Ja. So. So, dann mach mal hin mit deinem, was auch immer du davor hast. Ich hab Probleme. Du musst meinen Mainland-Kampf übernehmen. Scheiß Hauptstadt verloren, Digga. Tja. Ah. Das ist der Preis, sich mit den Kongonesen anzulegen. Kongonesen, Digga, er beleidigt sich selber. Weil ich bin gegen Russland und Schweden nur im Krieg. Voll dumm. Die verlieren ja voll. Die haben ja nichts. Oh doch, die haben was. Oh, ich hab St. Petersburg verloren. Oh no, da war nicht mal eine Festung, Leute. Oh, die russische Flotte! Die russische Flotte! Moin! Moin. Moin. Aber man muss sagen, bis zum letzten Tag war meine Flotte stärker als die von Jan. Ja. Ui, dein Land sieht super aus. Ja, ab an die Arbeit. Angriff. Du hast mich nur in zwei Kriege reingerufen. Dann konnte ich dich in die anderen nicht mehr einrufen. In welchen bist du drin? Achso, stimmt, ich kann nicht in die, stimmt, in die Religionskriege kann ich dich hier zurufen. Das gegen Ungarn und gegen Russland ist ein Religionskrieg gewesen. Da habe ich keine. Kann ich meine Verbündung nicht. Zum Angriff! Mach die Böhmer platt. Vor allem, ich mach immer noch ein Plus von 132 Dukaten pro Monat. Stack Wipes.
Oh Gott, jetzt habe ich meine Armee verloren. Ich habe hier oben noch eine komplette Armee gebaut und die habe ich jetzt gerade verloren. Scheiße. Ein General ist gestorben. Wo rennst du hin? Lol, wo, was macht meine Armee da? Das habe ich gerade gefragt. Ich wollte außen rumlaufen, lol. Ich brauche einen guten General nochmal. Jetzt habe ich mehr Disziplin als du. Just saying. Jetzt bin ich bereit. Glaube ich dir nicht. Reicht immer noch nicht. Wie viel Disziplin hast du? 136. Kommt ja nicht nur auf die Komma? Disziplin an. Komma? Komma 1. 136,6! Bam! Wie viel Militärtaktik hast du? Schnauze. 3,74! Moral? Moral? 6,7. 6,53. Aber die Disziplin deine Hauptstadt schon mit... wird belagert. Welche? Hamburg. Ja, dann kümmere dich drum. Ja, mit dem bin ich nicht im Krieg. Da muss ich wohl meine Armee hinschicken. Weil die Russe hat die Krim angegriffen. Ich kann nicht mal wirklich was gegen die tun. Hamburg ist gefallen. Ist egal. Hab ich gleich wieder. Als ob die da oben schon wieder. Und Schweden fällt auch. Oh nein. Total War. Der Genickbruch der Hanse. Was für Genickbruch perfekte der Hanse? Ich mache immer noch genügend Geld. Den Krieg kann ich wirklich gewinnen. Also die Kriege. Nur dieses ganze unnötige Land, was ich da rechts hab, was? Das muss erstmal weggesiegt werden, damit die Front sich verkleinert. Das ist das Problem. Weil mir meine Armee fehlt, habe ich nicht mehr genug, um meine Front hier richtig zu bemannen. Jetzt wird ja schon die Hälfte zurückbelagert. So. Und jetzt kommt Österreich im Mailand und belagern es direkt wieder. Ach, scheiß drauf. Declare War mit Bamanes. Ah, kann ich gar nicht. Mach was voll schlau. Ach, gar nicht, gar nicht. Ja. Ihr könnt einem Mitglied des HAI nicht den Krieg erklären, wenn es euch, wenn ihr euch bereits im Krieg mit dem Kaiser befindet. Ich befinde mich nicht im Krieg mit dem Kaiser. Ach, Böhmen ist der Kaiser. Schade. Ich finde es eher lustig, dass Bamanes bei dem Krieg gegen Ungarn dabei wäre. Ich möchte kurz anmerken, dass ich gerade 21 Generäle hatte. Nice. Als ob jetzt Geldern und alles auch über St. Petersburg nach Schweden kommen. Hä? Okay, jetzt reicht's. Jetzt benutze ich meine Wieso steht Russland auf Gotland? Dickes fettes Nein? Nein. Doch. Warum ist Lüneburg belagert? Because they can't. Ich hätte mal General wechseln sollen, ich Idiot. Junge, ich teach alles zurück und dann kommt Österreich, Mailand und teachens wieder. Ja, geh doch einfach zu... Ich kann doch hier halten, geh doch zu deren Länder. Mach ich doch schon. Aus. Ich kann... Ja, ich kann die nicht... Also ich kann die nicht... Hier, ich wird, bin nicht mit gleich draußen.
Ja. Noch ein oder zwei Provinzen müssen die besiegt bekommen, dann haben wir keinen Bock mehr. Dann verpissen die sich einfach. Mann, ey. Spannender als der Krieg, den wir geführt haben. Hm. Oh, direkt reinschießen, bumm. Ja, ich habe inzwischen auch wieder 24 Armee-Tradition. Armee-Professionalität. Let's go. Ja. Kriegt Würzburg den Kriegsstand hier, bitteschön. Kann doch nicht wahr sein. Kurz steht Russland hier mit 100.000. Und ich habe keine Soldaten mehr. Kann die... Kein General mehr auf der Armee. Los, jetzt fall in die Festung. So. Oh mein Gott, das sind 154. Das sind noch mit... Help. Ja, du musst das Wing hier unten. Russia? Nee, nicht Russia. Gegen Russia kannst du nicht mehr kämpfen. Die, gegen die wir jetzt noch im Krieg sind, musst du winken. Gegen wen bist du jetzt Imperialismus! So, fertig. Ich hab keinen Militärzugang bei dir, lol. Junge, ich wipe die Russen gerade. Ich bin auf dieser einen scheiß Insel hier oben. Siehst du's? Warte, kannst du mir konnotieren? Ja, gib mir Militärzugang. Oder dich um meine Rebellen kümmern? Ja, gib mir Militärzugang. Ich hab Ungarn den Krieg erklärt. Ungarn? Ja, Ungarn. Junge, wenn du sehen könntest, was hier oben abgeht. Ich hab einen 6-6er. Der macht die 1-1 Pittles und rasiert die weg. Und geht jetzt wieder zurück auf die scheiß Insel zwischen Finnland und Schweden. Der junge Stockholm ist einfach nur ein riesengroßer Grabhaufen. Nice. Was will man mehr? Oh shit, Ungarn hat Frieden gemacht. Bruh. Okay. Egal, jetzt gehe ich auf die andere Seite nach Finnland und dann hole ich mir Russland. Die Nationalbank reguliert die Inflation. Erhalte 19.000 Dukaten. Ich glaube, das ist Bankirrtum zu deinen Gunsten. Einfach die Monopoly-Karte. Ich habe so viel Armeelimit durch Lübeck verloren. Easy. Ich habe irgendwie 20.000 Armeelimit Maximum verloren durch Lübeck alleine. Willst du das Beste wissen, Barmanes kommt? Nice. Barmanes läuft gerade durch den Osmanen durch. Junge, auf Stockholm stehen wieder 80.000 Soldaten. Erstmal wipen gehen. Die haben 109 Disziplinen, 6 Moral und 3 Taktik nur. Und weg. Ja gut. Krim. Das war jetzt nicht besonders schlau. Will ich mal sehen, wie du Russland alleine platt machst, wenn ich da nicht durchkommen kann. Ich wollte meine Flotte nach Lübeck schicken. Aber Lübeck gehört nicht mehr mir. Krim ist ein One-Province, meine ist aber eine Kohlemine. Das Dümmste, was Russland machen konnte, war einfach literally Krim den Krieg erklären. Die sind katholisch gewesen und ich bin Verteidiger des Glaubens. Aber du hast auch keine Armee. Und? Habe ich gebaut und jetzt mache ich es platt. Was für, ich hatte keine Armee. Ich habe immer noch, als wir Frieden gemacht hatten, weil du hattest meine Armee ja gewiped gehabt. Ich hatte immer noch so 300.000 Rekrutenreserve.
Ja. Ehrlich. Und für diejenigen, die immer noch zuschauen, warum zum Fick seid ihr hier? Was ist falsch bei euch? So. Jetzt habe ich noch einen Händler zur Verfügung, den ich irgendwo hinsenden kann. Ich weiß nicht genau, wo ich ihn senden soll. Tour. Aber, ja. Ich sende ihn nach. So. Ja, damit ist der Krieg in Europa auch so gut wie beendet. Ja, außer Russland. Aber Russland ist ja immer im Krieg, weißt du? Russland. Frieden mit Russland, Digga. Alter, die stehen schon wieder in Prag. Du, man kann gegen Russland nicht gewinnen. Die gehen von links einfach nach rechts und sind überall. Und derjenige, der leidet, ist die Krim. Aber sobald meine dritte Armee fertig ist, habe ich eine Armee frei, die ich da entsenden kann. Kannst du mir nicht einfach Condottieri schicken und mitkämpfen? Ich kann dir 20.000 Condottieri schicken. Digga, das reicht für 50.000 von denen. Oder für 70. Naja. Doch, wirklich. Die haben 109 Disziplinen. 109. Ich mach's mir einfacher. Obwohl Daily ist dabei. Bäh. Zum Angriff. Enze Krim will Reis again. Alle Kors zurückgeben. Ist gerade mein Händler gestorben? Ja, ein anderer. So, und wir beenden dann die Folge, denke ich mal. Währenddessen wir Operation Barbarossa starten. Wir sehen uns in Hearts of Iron 4. Nein, Spaß. Lass so. Mal Stockholm wegrushen. White Peace von Russland. Ist klar. So, halten wir auf jeden Fall fest. Der Gewinner dieser Session ist Jan, wie nicht anders zu erwarten. Er spielt am meisten Neo 4, beziehungsweise spielt das auch am competitivsten. Am meisten competitive. Ah ja. Ich dachte eigentlich mit der Schweiz gemeinsam, also mit dem Wetten Christoph, könnte man da ein bisschen interessante Kämpfe machen. Aber selbst nachdem ich alles geploppt habe, war das eher so semi-geil. Aber was sollen wir machen? Ist halt ein Jan, wa? So, und damit tschüss und bis zur nächsten Staffel von Europa Universalis 4, Staffel 3 dann, mit dem neuen DLC Dominion.